Also immer noch 1:0 für die Belgier, die in Mittelstürmerposition einen neuen Angriff inszenieren. Und dann wieder genau am rechten Flügel Daniel Fey, gut temperierte Flanke, kommt auf den Elfmeterpunkt, aber nicht zu einem Belgier, sondern diesmal mit der Brust von den Franzosen im eigenen Strafraum gestoppt. Sofort ist Vercruz angespielt, Vercruz nach rechts verlagert, Papin bietet sich an in der Sturmmitte, dann Tigana zu Papin. Diesmal hat er den Ball sehr schön gestoppt, muss ihn allerdings noch einmal runterholen und dann sind die Belgier dazwischen. Sie wirken leichtfüßiger, sie wirken spielintelligenter bisher als die doch etwas schwerfälligen Franzosen. Und sie waren ja bis zum Ausscheiden gegen Deutschland die Mannschaft, die den Superfußball bot. Vielleicht schafft es jetzt Bellon. Bellon dringt in den Strafraum ein und spielt bei Belgier. Könnte mit dem rechten Fuß schießen, tut er nicht. Spielt noch einmal ab, dann kommt er mal in die Mitte. Dann ist er nicht. Jawohl. 1:1 durch Jean-Marc Ferreri. Jean-Marc Ferreri vom Ex-Meister Girondin Bordeaux erzielt das längstfällige 1:1. Und da sieht man endlich dann eine große blau-weiß-rote Banderole hinter dem Tor von Jean-Marie Pfaff, der sich inzwischen eine Mütze aufgesetzt hat und der diesmal an dem Treffer von Ferreri nichts ändern konnte. Wobei man sagen muss, das war als Rainer Tschoi fast die Situation, die Papin vorher hatte. Etwa die Torentfernung, auch halbrechte Position. Also die Franzosen haben etwas wieder gut gemacht. Ich will den Akteuren ja gerne nachsehen, wenn sie hier beim Kampf um Platz 3 nicht das allerletzte bringen. Hauptsache, sie spielen schönen Fußball. Sie zeigen uns etwas von dem, dass sie drauf haben, beide Mannschaften wohlgemerkt. Belgien und Frankreich und der Spielstand von 1:1 hat ja jetzt auch den Ausgleich hergestellt. Nach Chancen muss ich sagen 3:3, nach Toren 1:1. Insofern gerecht, wenngleich die Belgier insgesamt ein bisschen gefährlicher gewirkt haben in ihren Aktionen, etwas klarer in ihrer Spielanlage und vor allem als Mannschaft hier bisher die besseren waren, während die Franzosen mit ihren Einzelspielern und Einzelaktionen zum Teil glänzen konnten, aber daraus bis zu dieser 27. Minute kein Kapitalschlag konnten. Angriff der Belgier über die rechte Seite und wieder einmal Abseits.